Hi ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem besonderen Video. Ja, heute geht es im Großen und Ganzen um das Thema Motivation. Was motiviert euch? Was motiviert mich? Was kann einem helfen, aus einem Motivationsloch oder Tief wieder herauszukommen? Ja, lief es denn auch jemals bei dir schlecht oder hast du auch mal schlechte Blutzuckerwerte? Alles, was du postest, ist irgendwie nur positiv und ja, so richtig schlecht sehen deine Werte wirklich nicht aus. Also, wie machst denn du das eigentlich? Im Großen und Ganzen lief es tatsächlich bei mir die letzten knapp 7 Jahre ganz gut, was mein Diabetesmanagement betrifft und auch was meine Motivation anbelangt. Denn ich muss euch einfach sagen, aus derzeitiger, ja, Erfahrung und aus vielen Gesprächen, die ich geführt habe, es steht und fällt, ich würde sagen, nicht alles, aber doch vieles mit der Motivation auf seinen eigenen Diabetes bezogen. Jetzt kommen wir erstmal dazu, was die meisten von euch motiviert. Ich habe schon mittlerweile, ich glaube sogar mehrere Umfragen auf Instagram gemacht und habe herausgefunden, dass die meisten von euch entweder ihr Partner motiviert oder Freunde motivieren, generell die Diabetes-Community, wo man sich einfach austauschen kann und auch wenn es einmal nicht so gut geht mit seinem Diabetes, immer einfach ein offenes Ohr findet. Hier natürlich auch in der Blood Sugar Lounge. Viele Eltern mit Typ 1 Diabetes motivieren auch ihre Kinder. Und dann gibt es manche von euch, die sagen, ich bin motiviert, wenn ich mal wieder eine neue Pumpe bekomme oder ein neues CGM-System oder irgendein neues Diabetes-Accessoire, was ich mir irgendwie schon die ganze Zeit gewünscht habe oder so. Dann habe ich auch wieder so einen Motivationskick. Und ganz viele von euch haben etwas geschrieben, was ich gar nicht so, zumindest beim ersten drüber nachdenken, als Hauptmotivator empfunden habe. Und zwar die Motivation aus einem selber heraus, der Antrieb aus einem selber heraus. Und es hat wirklich länger gedauert, bis ich das so ein bisschen sacken hab lassen, bis ich mich auch vor allem erkundigt habe in der Psychologie, wie das da eigentlich so ist. Und diese Motivation von innen heraus, also die intrinsische Motivation nennt man das Ganze auch, die ist mit Abstand das Allerwichtigste und das Allerwertvollste in einem solchen Motivationsloch. Natürlich kann man sich kurzfristig auch von außen motivieren lassen, also eine extrinsische Motivation heranziehen, damit es einem etwas besser geht und damit man vielleicht wieder irgendwie ein bisschen neue Kraft schöpft oder so. Aber langfristig funktioniert das in der Tat nicht. Also zumindest, was ich jetzt an Erfahrungswerten gesammelt habe von euch oder auch von mir selber, ist es so, dass wenn man wirklich ganz tief hineingerutscht ist, muss man aus sich selber heraus wieder die Kraft schöpfen. Klar, da können natürlich äußerliche Faktoren, die dann einfach kommen, wie zum Beispiel ja alles, was ich eben aufgezählt habe, auch helfen. Das auf jeden Fall. Aber die innere Einstellung und dieser innere Willen, die innere Kraft, die innere Stärke, das ist das, was langhaltig die Motivation wieder auf Vordermann bringt und ansteigen lässt, das Glas voll werden lässt und eben nicht mehr nur halb voll oder sogar gar leer. Für mich war es jetzt ganz wichtig zu erkennen als nächsten Schritt, dass nur die Motivation von innen heraus auch wirklich zu einem langfristigen Ziel führen kann. Die nächsten Schritte bei mir sind schon in Planung bzw. sind auch schon ins Rollen gekommen. Und zwar werde ich meinen kompletten Diabetes nochmal von vorne aufkrempeln. Ich schaue mir ganz genau meine Faktoren an, natürlich auch mit meinem Diabetologen zusammen, schaue mir ganz genau meine Basalrate an und gucke, was da nicht stimmt. Werde mir jetzt auch mal so ein schönes Büchlein wieder zulegen und das dann doch tatsächlich nochmal händisch einfach eingeben, dass man es nochmal für sich visualisiert, aber das auch selber aufgeschrieben hat. Dann schaue ich mir das Ganze an, gucke, was da verbessert werden muss und werde sicherlich Muster erkennen und werde auch wieder aus diesem Loch herauskommen. Da glaube ich ganz fest dran und ich möchte jetzt nochmal gerne von euch in den Kommentaren lesen, was motiviert euch, womit seid ihr erfolgreich, wart ihr schon mal in einem Motivationsloch und wie seid ihr da wieder rausgekommen? Hat das bei euch auch so lange gedauert wie bei mir oder ging das dann doch relativ schnell? War das nach ein paar Tagen oder Wochen wieder
ja, erledigt. Und das würde mich alles super, super doll interessieren. Vor allem, was euch genau motiviert und ob ihr noch Motivationstipps und Tricks in Sachen Diabetes habt. Schön, dass ihr bei diesem Video dabei wart. Macht's gut. Ciao.